CERN ist mehr oder weniger so ein Deckmantel für Molekularforschung und Elementarforschung und dergleichen. Niemand weiß ganz genau, was in CERN wirklich gemacht wird. Die astrale Gefahr ist sehr groß. Das heißt, die Menschheit muss sich gefasst machen auf eine Überflutung von Dämonen und Archonten, was dann dazu führen wird, dass die Menschen sich gegenseitig die Köpfe einschlagen werden. Und das kommt alles auf uns zu. Ich sehe da momentan kein Licht am Horizont. In CERN steht ein Quantencomputer, der für das Mind Control der Menschheit zuständig ist. Unterhalb von CERN mit Zugang über den Genfer See liegen mehrere Kilometer Tiefe, bis zu 13 Kilometer Tiefe, ja schon fast Städte und Wohnstädte und Forschungslabore mit riesigen Feldern, so groß wie Olympiahallen, also von der Größe einzelne Sektoren, wo einzelne Versuche stattfinden an Menschen. Klone werden gemacht in der Nähe vom Genfer See, noch im Gebäudekomplex von CERN. Ich habe weiter erforscht, dass sie meistens im Schlaf die Menschen austauschen, dass sie die über einen Levitationsstrahl quasi in ihr Raumschiff beamen, dann in diese unterirdischen Städte am Genfer See fliegen. Die fliegen ziemlich schnell. Das sind die so in 5 Sekunden ungefähr vom Bodensee aus. Das geht so schnell, dass man es nicht mehr sieht. Und die tauchen dann dort ein im Wasser. Sie können ihre Flugobjekte unsichtbar machen und gehen dann unterhalb des Genfer Sees rein über die Portale und deponieren dann quasi dort den Originalwirt
und machen dann mit einem Art 3D-Drucker, ja, ich habe es mal so genannt, weil ich die Maschine, die ich gesehen habe, als das bezeichne. Für mich ist es ein 3D-Drucker. Sie brauchen die Original-DNA und der Mensch muss noch leben. Und dann können Sie das reproduzieren, und zwar so oft Sie wollen. Und dann tauschen Sie das Original aus, beziehungsweise belassen das Original dort, im Wachkoma oder im Koma eben. Und der gemachte Klon übernimmt dann die Aufgaben. Nur die meisten Menschen machen sich ja nicht die Arbeit, das zu erforschen.